Boxabend in Oberhausen, viele Fans vor Ort. Also wie man gehört hat, mehr als 10.000, 12.000 Zuschauer. Das ist schon eine große Menge für Boxen. Und ja, es gab einen Top-Boxer, Jean Kosobutski, der ja mittlerweile im Schwergewicht sich langsam einen Namen macht. Und ich denke schon, dass er in Zukunft auch ja, vielleicht im Rang Top 15 sich erkämpfen kann im nächsten Jahr und dann sich langsam an Eliminator-Kämpfe ja, heranpirschen könnte. Ja, ich denke schon, dass er ein Mann der Zukunft sein kann, aber er muss langsam auch Boxer aus Top 15 boxen, damit er dann auch weiß, wo er dann steht. Ja, weil gestern hat er natürlich ja, taktisch sehr klug geboxt und auch eindrucksvoll gewonnen, auch vorzeitig, aber er muss jetzt auch langsam Gegner vor die Fäuste bekommen, die ja, schwerer zu boxen sind und auch im Ranking weit oben stehen. Also ich denke schon, dass er solche Kämpfe bekommen kann und bekommen wird in 2023. Was Boxabenteuer Oberhausen angeht, ist natürlich, ja, man muss es differenzieren. Es gibt immer wieder diese Diskussion, sollte man Profiboxen zusammen mit Influencerboxen machen? Also gestern Abend hat gezeigt, dass eindeutig nein, weil solche Boxer wie Kosobutski oder Aliyev, die im Schwergewicht schon einige Erfolge im Amateurbereich hatten oder ja, auch im Profibereich sich langsam an große Kämpfe herankämpfen, kann man jetzt nicht an einem Abend boxen lassen mit Menschen, die ja, boxerisch nicht so viel drauf haben, ja, und die einfach ja, aus Popularitätsgründen oder sonst was anderem sich im Ring messen wollen. Ja. Natürlich ist es so, dass man ein großes Auditorium braucht, man braucht ein Publikum. Ja. Wenn man eine Halle mit 10.000, 12.000 Zuschauern füllen will, dann kann man es leider nicht nur jetzt mit großartigen Sportlern, sondern man braucht auch populäre Menschen, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer bekannt geworden sind. Ja. Aber man kann es jetzt schwer Profiboxen mit so einem Influencerboxen mischen. Ja. Hat auch der gestrige Abend doch mal gezeigt, also wenn Kämpfer im Ring stehen und man aus dem Ring den Zuschauern mehrmals ja, sagen muss, wie sie sich zu benehmen haben. Ja. Also wenn man sich zur Aufgabe machen will, diese Influencer-Boxkultur in Deutschland zu etablieren, ja, und aus organisatorischen Gründen in 2-3 Jahren das Ganze ja, zur ja, besseren Boxkultur zu entfalten, dann, also wenn man sich das Ganze zur Aufgabe genommen hat, dann okay, kann man es verstehen, aber man kann, wie gesagt, Profiboxen mit solchen Kämpfen schlecht einem Abend sich vorstellen. Ja. Es gab schon solche Versuche in diesem Jahr 2022. Ja, wer es mag, wird es weiter, denke ich mal, sich das Ganze anschauen. Aber viele haben gestern diesen Boxabend wegen solcher Top-Schwergewichtler anschauen wollen und nicht wegen ja, Influencern, die sich einfach in den Ring stellen wollen und da etwas darstellen wollen, was ein bisschen nach Boxen aussieht. Ja. Deswegen müsste man das Ganze eigentlich differenzieren. Ob es jetzt ja, in Zukunft solche Weiterkämpfe geben wird, das ist schwer zu sagen eigentlich. Ja. Also man muss jetzt sehen, dass die Universal Box Promotion stand eigentlich immer für professionelles Boxen. Es gab viele Topstars ja, in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahren. Und jetzt ist es so, dass die Quoten eigentlich Menschen bringen, die mit Boxen wenig zu tun haben. Und man hat jetzt mit
Jean Kosobutski, ein, nein, noch nicht Topmann, aber zumindest ein vielversprechender Schwergewichtler. Und ich denke schon, dass er seine nächste Kämpfe nicht jetzt irgendwie aus solchen Abend weiter veranstalten wird, sondern er wird schon an Top-Veranstaltungen teilnehmen in der Zukunft und sich mit Top-Boxern messen wollen. Ja. Da muss man einfach sehen, wie es weitergeht. Also gestern in Hamburg gab es eine andere Veranstaltung. Die war in einem überschaubaren Rahmen, aber man hat, denke ich mal, auch ein paar Bilder gesehen und sah schon ganz anders aus und geflecktes Boxen. Ja, da musste man nicht ins Ring steigen und mehrmals die Gäste bieten, sich zu benehmen. Ja. Also, wenn man zwischen beiden Wegen wählen würde, dann würde ich schon mich für professionelles Boxen entscheiden, dass man dieses professionelles Boxen auch ja, weiterentwickelt. Aber wie gesagt, wenn man einen Weg gehen will, um solche Menschen auch in Ring zu bringen, die populär sind und auch dadurch Boxen am Laufen hält, ist auch eine Möglichkeit, ja. Aber dann muss man das Ganze dann, wie gesagt, differenzieren. Ja, also das Ganze mit Profiboxen zusammenzumischen, wird in der Zukunft ja, sehr, sehr schwierig sein.